Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine latest Pickups. Let's go! So Leute, wie im Intro schon gesagt, geht es in dem heutigen Video um meine latest Pickups. Ich habe ein paar neue, coole Sachen am Start. Ich zeige euch genau, was am Start ist, was ich daran so mag, etc. Und ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr nice Sachen dabei. Ich will aber gar nicht zu viel spoilern, deswegen fangen wir einfach mal an. So Leute, fangen wir an mit dem Piece, was zuletzt gekommen ist. Und zwar ist das ein echtes Vintage Iron Maiden T-Shirt. Wie ihr seht, das ist echt astrein. Da steht in der Größe L. Ich gehe aber eventuell davon aus, dass es eine Frauengröße L ist, weil es relativ kurz geschnitten ist. Und dieses T-Shirt habe ich gestern bekommen. Das hat mich ganze 11 Euro gekostet. Ich hatte echt Glück, aber ich hatte auch wiederum Pech, weil es mir nicht passt. Deswegen habe ich es im gestrigen Video an euch verlost. Wie gesagt, wer Bock auf dieses T-Shirt hat, guckt einfach nochmal ins gestrige Video rein. Ihr müsst gar nicht viel machen. Alle Infos findet ihr natürlich da drin. Aber das T-Shirt, ein Weinen und ein lachendes Auge. Deswegen, ich hätte es sehr, sehr gerne selber. Aber ja, es wäre bei mir einfach Verschwendung. Und dementsprechend ist ein sehr, sehr nice Piece. Ich werde demnächst nochmal die coolsten Vintage-Online-Stores für euch raussuchen, wo ihr sowas bekommt. Wie gesagt, das ist wirklich 1A. Allein schon der Backprint, ich finde es wirklich sehr cool. Sieht super schön verwaschen aus. Hat so wirklich schon so einen abgenutzten Charakter. Und ja, auf jeden Fall kriegt ihr das in dem gestrigen Video. Machen wir weiter mit ja, einer meiner letzten Hosen-Pickups. Ihr seht hier mehrere Hosen, aber da gehen wir gleich drauf ein. Und zwar ist das eine Dickies. Und zwar eine Dickies 874, quasi die klassische Dickies. Hier seht ihr das hier drin auch. Dickies 874 Original Fit in Navy Blau. Ich habe mir die Hose bei Titus gekauft hier in Düsseldorf, weil ich mir die Hose auch online bestellt habe. Und ich muss sagen, sie sitzt ein wenig ja, anders. Ich habe hier normalerweise habe ich eine Größe 32. Die Hosen passen immer perfekt. Erkläre ich euch gleich auch noch was bei den Jeans dazu. Aber in dem Fall habe ich hier eine Größe. Kann man ja hier die scheiß Größe sehen. Ah, in dem Fall habe ich jetzt hier eine Größe 34, 32. Und zwar der Unterschied ist einfach, die Hose sitzt viel höher. Dadurch sitzt sie einfach oben rum, ja, ein bisschen anders. Ich sag mal, das Größenverhältnis ist einfach ein bisschen anders. Ich hatte mir 32 zum Beispiel auch online bestellt und es kam sogar eine 36, 32. Also ich weiß nicht genau, wie das Größenverhältnis bei diesen Dickies-Hosen ist. Aber ja, sie ist sehr nice, sie sitzt wirklich sehr gut, aber sie ist zu lang. Und da werden wir auch noch in einem der nächsten Videos drauf eingehen. Und zwar, wie man so eine Hose einfach selbstständig kürzt. Weil sie ist mir einfach zu lang. Sie hat aber einen sehr, sehr coolen Schnitt. Aber halt einfach ein Ticken zu lang. Und dementsprechend, das hier ist auch eins meiner latest Pickups. So Leute, machen wir weiter mit der Hose. Und zwar, die Hose habe ich euch in einem meiner letzten Videos auch gezeigt. Ich habe sie noch nicht zurückgeschickt. Deswegen nehme ich sie auch noch mit ins Reinnetz-Video. Und zwar ist das die Issey Miyake En Plaisir Hose. Ich tue mich immer noch gerade schwer, was ich mit der Hose mache. Ich habe sie, wie gesagt, noch hier und ja, so wie es aussieht, werde ich sie behalten. Aber ganz sicher bin ich mir da noch nicht, weil es immerhin noch 300 Euro sind. Aber wie sie fittet, wie sie sitzt etc. findet ihr auch in dem vorletzten Video sogar. Und ist wirklich eine sehr, sehr nice Hose. Und ja, ich tue mich echt schwer, die wieder zurückzuschicken. Dementsprechend muss ich mir das Ganze noch überlegen. Sehr, sehr nice Hose und ja, echt eine schwere Entscheidung. So Leute, kommen wir jetzt zu was Schickerem und auch was Schickeres habe ich was Neues am Start. Auch wenn der Rest so ein bisschen mehr Street-stylig ist, beziehungsweise mehr Casual ist, habe ich mir einen neuen Anzug bekommen. Und zwar ist der von Gant. Ist ein sehr, sehr schöner Anzug, gerade jetzt für die Feiertage bin ich sehr extrem froh, den zu bekommen. Wie gesagt, ist so ein sehr schöner marineblauer Anzug. Habt hier so goldene Knöpfe abgesetzt, sowohl an den Ärmeln als hier auch ja, zum Zuknöpfen. Ansonsten wirklich sehr hochwertig, sehr schön, atmungsaktiv, super schöner Anzug und passend dazu habe ich auch ein paar neue Schuhe am Start. Sind so schön Schnur, ein bisschen mit Absatz, ein bisschen dickere Sohle, sind sehr, sehr nice, gefallen mir extrem gut, haben so ein bisschen so einen glänzenden Charakter, wirklich sehr nice, kann ich echt empfehlen. Falls ihr natürlich Bock habt auf ein paar Klamotten, die ich noch finde, verlinke ich natürlich unten in der Infobox. Und ja, so ein Anzug ist wirklich ideal, gerade fürs Weihnachtsfest. Und ich habe ihn neu, deswegen ist einer meiner latest Pickups und auch das ist am Start. Machen wir weiter mit dem Thema Jeans. Und Thema Jeans, wie ihr seht, habe ich hier drei verschiedene Jeans. Und zwar sind das alles Vintage Levi's 501, die ich mir gekauft habe, und zwar bei eBay. Und alle drei sind in der Größe 32-30.
Und ich muss dazu sagen, das ist einfach meine Größe, wirklich die optimale Größe für mich. Zumindest in der Levi's 501. Die sitzt wirklich perfekt, die hat eine perfekte Länge, sind sehr schöne Hosen. So, und wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt mal einfach die blaue hier als Beispiel nehmen, ist wirklich eine sehr coole Hose, hat ein bisschen was Abgetragenes, ein bisschen Vintage-Flair, schon ein bisschen so aufgetragen, hier an den Taschen so ein bisschen verrissen, unten an den Füßen bzw. an den Fußbeinen, echt nice, hat einen sehr schönen Flair. Der Colorway gefällt mir extrem gut. Ich muss sagen, die hat so einen ganz leichten, auch wenn die so relativ gerade geschnitten ist, hat die unten so einen ganz leichten Bootcut mit drin. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, von wann die ist. Man kann das auch sicherlich nachgucken, aber ich habe keine Ahnung davon. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr nice Vintage Levi's. Und die anderen beiden, die schwarze und die beige, sind in etwa genauso. Sind einfach gebrauchte Hosen und dementsprechend wirklich einen sehr coolen Flair. Kann ich euch nur empfehlen, holt euch eine Vintage 501. Ihr macht damit nichts verkehrt und die sitzen wirklich astrein. Sehr, sehr coole Hosen und sehr nachhaltig. Und vor allen Dingen sind die sehr, ja, die gehen nicht so schnell kaputt. Also das finde ich echt, feiere ich extrem. Super coole Hose. So, auch hier bei dem nächsten Piece, auch im Dreierpack. Und ihr seht das Ganze schon, ich habe das T-Shirt an. Das sind die neuen Fear of God Essentials Basic T-Shirts, die es zu kaufen gibt im Dreierpack. Und die habe ich auch letztens bestellt. Die sind jetzt nach einiger Zeit auch angekommen. Das Dreierpack besteht aus dem beigen, also so dem cremeweißen, dem grauen, was ich anhabe, was sehr, sehr coolen Fit hat. Und hier nochmal so ein ja, dunkelbeige, vielleicht in die Richtung braun. So ein verwaschenes Beige ist das eher so. Und ja, sind auf jeden Fall sehr cool, sitzen sehr gut, muss ich sagen. Ich bin echt damit zufrieden, sind nicht dick. Also das muss man auch vorweg sagen, wenn ihr euch sowas holt, sind wirklich dünne T-Shirts, aber ich denke, die kann man gut tragen das ganze Jahr. Und was ich hier extrem gut feiere, das ist jetzt eine Größe Medium und die sitzen bei mir einfach, finde ich persönlich, perfekt, weil sie nicht zu groß sind, zu boxy, zu oversized, sind wirklich sehr, sehr nice und man kann sie auch einfach nochmal mit einer Easy, mit einer Anzugshose oder ich sag mal mit einer Jeans etc. cool kombinieren, wirklich sehr cool. Natürlich, gut, wer diese dickeren T-Shirts mag, der ist auf jeden Fall falsch beraten, aber in dem Fall sind es wirklich sehr nice T-Shirts, die ich gut empfehlen kann. So Leute, kommen wir zu einem Hoodie, den ich neu habe. Und diesen Hoodie, wie ihr schon seht, endlich habe ich es geschafft, mir einen vernünftigen braunen Hoodie zu besorgen. Und zwar ist der von Stussy. Ich muss dazu sagen, ich habe den in der Größe M. Ich hätte ihn lieber gehabt in der Größe L, aber er ist überall ausverkauft. Also man kriegt ihn überhaupt gar nicht mehr. Also dieser braune Hoodie, ich hatte den auch in einem meiner Favorite Pieces der Woche Video euch empfohlen. Und ich dachte mir, komm, bestell ihn einfach mal, guck's ihn dir an, gegebenenfalls kannst du ja immer noch easy zurückschicken. Aber in der Sekunde, wo ich ihn bestellen wollte, habe ich ihn nirgendwo mehr bekommen. Dementsprechend habe ich dann mich auf die Suche gegeben und mit Glück bei so einem Undercover-Shop irgendwo noch kriegen können, allerdings in M. L, wie gesagt, komplett ausverkauft und M, also auf der Stussy oder Endclosing-Seite, auch komplett weg. Gar keine Chance. Und ich habe ihn noch in M bekommen und ich muss sagen, er hat wirklich für mich den perfekten Braunton. Er sieht einfach schon schön verwaschen, schön ausgewaschen, sitzt gut. Hat natürlich nicht diesen krassen Oversize-Look, aber schon leicht oversized. Deswegen sehr, sehr cooler Hoodie und ja, kann ich echt empfehlen, falls sowas nochmal kommt. Leute, wirklich sehr, sehr nice, sehr cooles Braun. Kann ich nur wärmstens empfehlen. So Leute, und dann noch zu meinem letzten Pickup. Und ihr seht das Ganze hier schon, Jordan 1 Dark Mocha. Ich habe auch Early Access auf den Schuh bekommen, beziehungsweise Glück gehabt. Konnte mir den quasi ziehen und es ist ein sehr, sehr nicer Schuh. Ich trage den im Moment sehr gerne. Bin wirklich schwer davon angetan. Er ist für mich gerade so mit so mein Lieblingsschuh. Ich weiß, dass viele den Schuh haben, aber ja, wie gesagt, ist immer eine Frage, wie man selber das mag. Dieser Braunton kombiniert mit dem Schwarz und diesem Cremeweiß, wirklich sehr schön. Und man merkt nochmal, und ich habe zu Hause den Jordan Brand und ich habe zu Hause den Jordan Royal. Ich finde, der ist von der Qualität, ich weiß nicht genau, ob ich mich da täusche, aber er wirkt auf jeden Fall nochmal hochwertiger. Kann ich wirklich wärmstens nur empfehlen. Denkt dran, am 19.12. wird er nochmal released, offiziell, wenn ihr darauf Bock habt. Ach ja, ich habe nur die Schnürsenkel getauscht. Die sind nämlich dabei. Ich mag diese cremefarbenen Schnürsenkel auf jeden Fall mehr. Ich habe mir sogar noch richtig beige cremefarbene Schnürsenkel bestellt. Die kommen da auf jeden Fall noch rein. Aber die helleren Schnürsenkel sind auf jeden Fall definitiv mehr mein Fall. Und denkt dran, wie gesagt, 19.12. kommt der offiziell raus, der Schuh. Da könnt ihr den nochmal auf verschiedenen Seiten
bekommen. Checkt einfach diese offiziellen Release-Kalender etc. Und wirklich eine dicke Empfehlung an jeden, der sowas sucht. Sehr, sehr nicer Schuh, aber ich würde ihn nicht empfehlen, im Retail zu kaufen, denn der kostet 300 Euro. Wie gesagt, entweder ihr kriegt den oder ihr kriegt den nicht. Alles andere wäre auf jeden Fall Verschwendung. Und es kommen noch genug vernünftige Jordans raus in Zukunft. Aber ja, einer meiner Favorite Pickups zuletzt. So Leute, und das war es wieder mit meinen Pickups, die ich hier quasi am Start habe, die ich bekommen habe. Sind sehr, sehr nice Pieces dabei. Wie gesagt, checkt das letzte Video für das T-Shirt ab. Ich habe das gerade schon am Anfang gesagt, sehr cool. Und ja, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und auch heute habe ich wieder eine Kleinigkeit für den Weihnachtskalender vorbereitet. Ich hole das mal ganz kurz. So Leute, und in dem heutigen Video verlose ich eine Sonnenbrille. Und zwar ist sie von Police Eyewear. Also schon eine relativ hochwertige Sonnenbrille. Ist sehr nice, ein bisschen in diesem Wayfarer-Style. Wie gesagt, und die ist nagelneu, umgetragen. Und die verlose ich an euch. Die schenke ich euch. Dementsprechend alles, was ihr machen müsst, kennt ihr. Folgt dem Kanal und lasst einen kleinen Kommentar da. Und dann denke ich, war's das für heute. Dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Peace.